Hallo, heute ist wieder Sonntag und wie ihr vielleicht schon letzten Sonntag oder am Sonntag davor mitbekommen habt, wird sich ja jetzt, falls ihr es überhaupt gewusst habt, war ja Sonntags Do-It-Yourself-Tag und es ist ja jetzt nicht mehr so. Trotzdem wird es noch Do-It-Yourselfs geben, das haben auch einige gefragt, die werden aber dann wahrscheinlich eher unter der Woche kommen. Sonntag soll unser Plaudertag werden, das heißt, die neue Reihe heißt jetzt erstmal Nachgedacht, weil ich finde den Titel total passend, wunderschön und genau das möchte ich eigentlich auch machen mit den Videos. Ich möchte zum Nachdenken anregen oder zum Diskutieren und drüber quatschen und genau so ein Video soll auch das hier heute werden. Das heißt, holt euch gerne einen Tee oder einen Kaffee und dann lasst uns einfach mal über ein Thema quatschen und zwar heute über das Thema Pille. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich darüber mal ein Video mache, nicht zumindest nicht zu dem Thema. Ich wollte mal ein Video machen zum Thema Pille, was ich da schon für Sachen gehört habe, was falsche Einnahme betrifft oder so, aber nie über das Thema Pille ja oder nein. Es war für mich persönlich, ich fange vielleicht damit auch an, irgendwie so ein selbstverständliches Ding. Und, ich sag mal, wie ich auf die Videoidee jetzt überhaupt gekommen bin oder warum ich dieses Video mache, warum ich die Pille weiternehme und nicht aufhöre. Auf YouTube gibt es ja immer mal ein Video zu einem speziellen Thema. Also man sagt, also ich habe zum Beispiel ein Video zu den Nasennebenhöhlenentzündung gemacht oder zum Nägelkauen. Das ist halt mal so ein Video und das sieht man dann mal so. Aber ich habe gefühlt, keine Ahnung, 20, 30 Videos zu dem Thema in letzter Zeit auf YouTube gesehen und es ist schon seit einigen Monaten so und poppt immer mehr auf und deswegen habe ich mir dann angefangen, Gedanken zu machen und habe mir natürlich auch ein paar Videos davon angeguckt und habe mich auch mal in meinem Umfeld umgehört und auch da denken viele drüber nach, mit der Pille aufzuhören oder haben es schon getan. Und ich habe mich dann halt so informiert und war eher so voll neugierig, weil ich würde selber nie auf die Idee kommen, ganz, ganz ehrlich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit der Pille aufzuhören. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe mir das dann alles angehört und habe für mich trotzdem entschlossen, ich will nicht damit aufhören, also zumindest nicht, solange ich noch keine Kinder möchte. Dann klar, wenn man mal Kinder will, muss man aufhören, wohl oder übel, damit das überhaupt gehen kann. Aber trotzdem, ich darf auch nicht so laut reden, weil ich bin im Bürogebäude, kann jeder mithören. habe ich mir gedacht, nee, ich nehme die weiter und wollte dann auch ein Video dazu machen, einfach mal von einer anderen Sicht sozusagen. Weil ich habe so das Gefühl, auf YouTube ist es ziemlich Anti-Pille und aus verschiedenen Gründen. Und ich will euch eben sagen, warum ich sie weiternehmen möchte und auch wie lange ich sie schon nehme. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich mit 12, 13 oder 14 angefangen habe, sie zu nehmen. Ich habe jetzt nochmal genauer drüber nachgedacht und ich glaube mit 14, fange ich an zu lispeln, mit 14 und das heißt seit 16 Jahren nehme ich die Pille bereits, also mein halbes Leben lang quasi, also ich bin 30. Und ich habe damals die Pille, klar denkt man drüber nach wegen Verhütung, aber warum ich sie eigentlich damals hauptsächlich genommen habe, war einmal hatte ich meine Blutung super regelmäßig, unregelmäßig, regelmäßig war schön gewesen, unregelmäßig. Das kann sein, dass ich sie nach 2 Wochen hatte, dann mal nach 6 Wochen, nach 8 Wochen, dann mal zufällig nach 4 Wochen. Und ich habe auch nie vorher gemerkt, wenn sie kommen. Also ich hatte nicht gespürt, okay, heute könnte es soweit sein, sondern es war einfach da. Das heißt, ich musste grundsätzlich immer vorbereitet sein, immer alles dabei haben. Baden gehen oder sowas war eigentlich auch schon so ein Risiko. Es war einfach so unvorhersehbar, so unkontrollierbar und das hat mich unglaublich gestört, kann man sich, denke ich, auch vorstellen, wenn es so unregelmäßig ist. Und die andere Sache war, ich hatte früher extreme Bauchschmerzen. Also wirklich dann, also ich habe es nicht vorher gemerkt, aber wenn sie dann da waren, dann tat es so heftig weh, dass so richtige Krämpfe, wenn ich dann in der Stadt war oder so, dann bin ich erstmal kurz so, oh, und dann konnte ich mich erstmal nicht bewegen, nicht atmen, weil es so sehr weh tat. Und mir haben auch Tabletten nicht wirklich gut geholfen und so, zumindest nicht die, die es damals gab. Und das war schrecklich. Und natürlich hatte ich noch Migräne dazu, also Menstruationsmigräne tatsächlich. Das heißt, die hat mich auch so 3 Tage ausgenockt quasi. Und aus all diesen Gründen habe ich dann angefangen, die Pille zu nehmen, weil es hieß ja, es soll das verbessern. Und für jüngere Mädels, oder was heißt jüngere Mädels, also auch vielleicht fangen ja welche erst mit 18 oder 19 an, die Pille zu nehmen. Ich habe damals nicht durch die Pille zugenommen, gar nicht, also gar keinen Gewichtsunterschied. Und weil das weiß ich noch so genau, weil ich damals auch ein bisschen Angst davor hatte. Und allgemein ist es aber eher so, dass man höchstens Wassereinlagerungen dadurch bekommt, auch in Richtung dann
der Tage. Wenn das aber weg ist, dann ist es auch wieder weg. Also währenddessen oder so eine 3-4 Tage, bevor man die Blutung kriegt, dann wiege ich mal 1 Kilo mehr oder 2, aber das ist nur Wasser und es geht dann danach auch wieder weg. Das heißt, es war bei mir auch nicht. Meine Haut hat sich auch nicht verändert durch die Pille. Also ich hatte einfach, ich war da ja auch in der Pubertät, hatte Pickel, ging dadurch nicht weg, wurde auch nicht schlimmer, war einfach unabhängig davon. Und ich muss aber sagen, bei der ersten Pille hatte ich auch immer noch ziemliche Beschwerden. Also da hatte ich zwar die Regelmäßigkeit, aber immer noch sehr viele Beschwerden. Also so Bauchschmerzen und so. Deswegen hatte ich auch verschiedene Pillen dann durchprobiert und bin jetzt bei einer, ich hatte überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll, es ist keine Kooperation mit der Pille, aber ich benutze jetzt Maxim. Und mit der habe ich gar keinerlei Bauchschmerzen mehr. Nichts. Es ist super angenehm. Auch die Tage sind nicht so stark. Das heißt, es ist einfach so pflegeleicht, wie es nur geht für mich, ohne jegliche Bauchschmerzen und ohne alles in der Richtung. Ich habe aber nach wie vor noch so leichte Migräne, aber nicht mehr so stark. Also das heißt, ich habe dann so am Anfang oder am Ende so einen Tag, wo ich so denke, okay, jetzt kommt so ein Druck. Aber dann nehme ich manchmal auch einfach Dolomin und das hilft mir dann auch. Und dann, ich kann jetzt echt gut damit klarkommen. Und das war vorher immer so voll die Qual. Also einmal im Monat war ich dann so 3 Tage einfach weg. Quasi. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist voll viel Lebensqualität, die ich dadurch bekomme. Und klar, Nachteile von Hormonen habe ich mich schon so weit informiert. Aber für mich ist dieser Fakt, wie gut es mir dadurch geht und wie gut ich jetzt dadurch sozusagen in der Zeit leben kann, möchte ich so weitermachen. Ich gehe einfach 2-mal im Jahr zum Frauenarzt und lass mich immer untersuchen. Wenn da jetzt natürlich irgendwas dabei rauskommen würde, wo es heißt, es ist von der Pille bedingt, würde ich natürlich gleich was ändern. Aber solange es mir gut geht, schätze ich diese Lebensqualität, das heißt die 3 Tage im Monat, sehr, wenn man überlegt, wie wenig Zeit man eigentlich insgesamt hat, wenn man jetzt mal ganz drastisch drüber nachdenkt, so denke ich auf jeden Fall, freue ich mich über die 3 Tage mehr im Monat, in denen es mir gut geht. Und ich nicht unter abartigen Migräne leide, wo ich nicht in die Helligkeit kann, weil ich mich sonst übergebe, weil es mir so schlecht wird und ich nichts essen kann. Und ja, das Einzige, was ich noch habe, aber ich glaube, das war auch schon, bevor ich die Pille genommen habe, während der Zeit, also während der Periode, habe ich Lust auf Süßes. Aber es ist auch nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war. Aber sonst kann ich halt persönlich überhaupt nichts Negatives an der Sache sehen. Und das wollte ich mit euch teilen und euch mal meine Sicht der Dinge erklären, weil ich es halt auch kritisch sehe. Gerade, ich habe jetzt nicht so viele junge Zuschauer, glaube ich. Also meine Statistik sagt, die meisten sind 24 Jahre alt. Aber ich sehe es halt auch einfach kritisch. Also das heißt, vielleicht beschäftigt ihr euch gerade damit, ob ihr damit aufhören sollt. Die meisten werden sie eventuell schon nehmen, denke ich mal. Aber vielleicht überlegen auch welche, sie erst zu starten. Und ich finde, es sollte einfach verschiedene Blickwinkel auch auf YouTube geben dazu. Und deswegen mache ich dieses Video. Jetzt bin ich natürlich super gespannt auf eure persönliche Meinung. Ihr könnt auch gerne kritische Kommentare da lassen. Ich versuche, so viel ich kann, wieder darauf zu antworten. Aber tauscht euch auch sehr, sehr gerne untereinander aus mit eurer Erfahrung oder mit euren Tipps. Und wenn ihr Wünsche habt, was wir in Zukunft machen sollen am Sonntag, also welche Themen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, weil ich hätte auch zum Beispiel noch Lust, was vielleicht mit meiner Mama noch zu machen. Die sehe ich nämlich auch bald nochmal. Vielleicht habt ihr da Fragen zu uns beiden, was euch interessiert. Keine Ahnung, Thema Erziehung vielleicht oder wie bei uns Weihnachten war oder irgendwelche solche Sachen. Ganz egal, fragt mich einfach. Ich versuche, so viel wie möglich natürlich davon umzusetzen und euer Kommentar wird dann auch in Zukunft sonntags eingeblendet. Eventuell beantworte ich auch als die letzten Fragen nochmal im Video oder so. Falls ihr da Ideen, Wünsche, Vorschläge habt, lasst sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten schaut auf jeden Fall bitte hier oben vorbei. Das habe ich ein Video gemacht mit Ella. Schaut gerne rein. Das war letzte Woche. Da haben wir auch gesagt, wie wir uns so innerlich verändert haben ein bisschen. War auch ein sehr ehrliches Video. Und hier unten seht ihr meinen Kanal. Da könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr möchtet. Dann verpasst ihr keine Videos von mir. Und ich wünsche euch alles noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!